Und dies mit den Mitteln, über die wir hier auch schon geredet haben, Infografik, Informationsgestaltung, Orientierungssysteme und natürlich Typografie. Herzlich willkommen, Herr Mann. Guten Abend. Danke für die Einladung. Ich wusste bis vor kurzem nicht ganz genau, wie ich diesen Vortrag einleiten soll. Und jetzt, durch dieses Statement von Rosalie und Ulrike, weiß ich, wie ich es machen soll. Nämlich mir gefiel dieses Bild der beiden Türme, der drei Türme, total gut, weil ich glaube, dass das eine zentrale Fragestellung ist, in diesem gesamten Kontext didaktische Typografie und diese Dinge, über die wir hier nachdenken. Was hier passiert ist in diesem Projekt, das ich heute vorstellen darf, ist, wir haben uns auf halbem Weg irgendwie getroffen. Die didaktische Welt, die pädagogische Welt also und die typografische Welt. Jetzt, die Herleitung ist so, ich habe im Zuge meiner Tätigkeit als Informationsdesigner und Typograf durch Zufall eigentlich Kontakt herstellen können mit der Fakultät für Lehrerinnenbildung, heißt die an der Uni Innsbruck, und habe da einige sehr engagierte Leute und Professoren kennengelernt und war eigentlich überrascht, wie witzig diese Zusammenarbeit sich entwickelt hat. Also wir haben hier unten zum Beispiel so eine Mindmap gemacht, für mich war das anfangs ein Spaß, und dann habe ich darüber gestaunt, wie stark das eigentlich eine Resonanz ausgelöst hat in dieser doch etwas breiter gefassten dann pädagogischen Welt. So ein weiterer Schnittpunkt war, was Sie hier links oben und links unten sehen, eine Wettbewerbsteilnahme ist jetzt schon viele Jahre her für ein Basisdesign Schulbuch Geschichte. Und die Geschichte war die, ich hab nicht gewonnen, ja, aber die Geschichte war die, das Redaktionsteam eigentlich war ziemlich angetan von dieser Herangehensweise. Es ist ja nicht mehr, als es ist, oder? Es ist einfach eine übersichtliche Typografie. Nur das Statement, warum es letztlich abgelehnt wurde, das geht mir heute noch ein wenig durch Mark und Bein, nämlich, das ist zu elitär für ein Hauptschulbuch. Und ich finde, das wirft gesellschaftliche Fragen auf. Da geht es viel weiter als nur um unsere typografische Blase, ja, über die wir heute sprechen wollen. Das heißt, das ist sozusagen meine emotionale Verstrickung mit dieser didaktischen Welt. Okay, auch von meiner Seite nochmal dieses Statement. Ich habe, glaube ich, mal von Martin auch in Raab so einen Vortrag gehört zu dem Thema, und meine Vorrednerinnen haben das auch schon illustriert. Es ist tatsächlich so nachweisbar, dass, sagen wir mal im weitesten Sinne, Unterschiede in der Gestaltung von Dokumenten bewirken unterschiedliche Ergebnisse bei selben Inhalt. Okay, das können wir mal so stehen lassen. Ich habe hier eine andere Studie, die mir aus meiner Informationsdesign-Welt ein Begriff war, gebracht ist von einer Dame namens Maria dos Santos. Ich möchte nicht zu sehr darauf eingehen, aber Sie sehen links die bessere Version, rechts die weniger gute Version. Für uns als Typografen und Gestalter ist das wahrscheinlich wenig überraschend, oder? Okay. So, hier, das ist so ein erstes Kernthema, das ich für sehr wichtig halte, nämlich die einmalige Chance, die hier bestand, eigentlich an diesem Institut für Lehrerinnenbildung und Schulforschung. Für mich war, hier eine Lehrveranstaltung zu leiten mit auszubildenden Lehrpersonen. Das ist ziemlich radikal und auf eine Art auch, hat es mir auch Angst gemacht, weil ich nicht wusste, was dabei rauskommen kann und was habe ich denen eigentlich zu erzählen, außer von Typografie. Das heißt, das war meine Klasse letztes Jahr und unser Ansinnen war, wie man aus dem Titel schon lesen konnte, wir fassen die Lehrpersonen als gestalterisch Tätige auf, weil das sind sie ja. Sobald sie ein Dokument gestalten, sprich ein Arbeitsblatt, Schularbeit, irgendwas, treffen sie Designentscheidungen, treffen sie typografische Entscheidungen. Das heißt, ich fasse diese Klasse eben und die Lehrpersonen ein Stück weit auch als meine Kunden auf und versuche zu verstehen, wo eigentlich deren Probleme und Fragestellungen auch liegen. Gut.
Die Geschichte ist die, ich habe da jetzt mit einem gewissen Augenzwinkern ein Bild gebracht von einer Baustelle in der Hofburg Innsbruck, als die saniert wurde, weil das ist so ziemlich das Bild, das ich im Kopf hatte und habe von der pädagogischen Welt. Also jeder weiß, jeder hat eine Meinung dazu. Wenn man mit Lehrpersonen spricht, die stehen nicht nur von einer Seite unter Druck, sondern sie stehen von der Öffentlichkeit her unter Druck. Sie stehen von der Politik her unter Druck. Sie stehen von den Eltern her unter Druck, stehen von den Schülern her unter Druck, stehen von den Kolleginnen unter Druck. Das heißt, das Ganze war für mich am Anfang einfach total unübersichtlich. Und wie ging ich dann vor, um hier überhaupt einen Ansatz zu finden, hier den Unterricht zu gestalten? Ich habe mir dann ein Zitat von dem Engländer aus dem Buch What is a Designer erinnert, der irgendwie sagt, also wenn jetzt auf gut Deutsch, wenn irgendwas ein totaler Sauhaufen ist, dann versuch irgendeinen Teil rauszufinden, der einfach klar, simpel und übersichtlich und klar zu definieren ist. Und was war das für mich in dieser für mich fremden pädagogischen Welt? Es war für mich die Einsicht, die sich auch heute, ich bin jetzt im dritten Semester, nach wie vor bestätigt und nicht wirklich widerlegen lässt. Was ich inzwischen gelernt habe, ist ein Lernprozess, vor allem ein Prozess, der sich auf der Beziehungsebene abspielt. Das heißt, eine gute Lehrperson ist deshalb gut, weil ich mit dieser Lehrperson eine gute Beziehung aufbauen konnte. Das heißt, für mich der typografische Schluss eigentlich aus dem allem ist, eigentlich muss ich dann diese Lehrpersonen in ihrer Individualität stärken und unterstützen. Und gar nicht so sehr sagen, so macht man es und so macht man es nicht, sondern eher, was ist dein Vorhaben, wie willst du auf die Leute zugehen und wo kann ich unterstützend da und dort dir womöglich einen Tipp geben. Und ich habe eine 1,5 Jahre alte Tochter und da haben wir auch gedacht, eigentlich ist ja das so ein Bild, das man sich ein Stück weit auch von der pädagogischen Welt wünscht, oder? Ich finde ja gar nicht, dass das Menschenbild so ganz richtig ist, hey, da geht es jetzt nur um die Performance und wenn die Typografie stimmt, kann man etwas schneller ausfüllen, sondern eigentlich geht es ja darum, dass man irgendwas zum Erblühen bringt bei einer Person, egal wie schnell oder langsam die das macht. Und so mein bescheidener Ansatz war, dass ich versucht habe, ein wenig diesen Geist in meine Klasse rüber zu retten. Wie hat das jetzt funktioniert? Ich war mal frech und habe mir gedacht, okay, ich übernehme so ein Teil, wo man was basteln kann, weil das ist so etwas, das ich aus der didaktisch-pädagogischen Welt beobachtet habe und das ist so ein Selbstbauset mit 8 Fragen, die ich stelle für gut gestaltete Lernmaterialien. Bewusst Fragen, eben aus genannten Gründen. Und etwas frech ist es deshalb, weil es eine brutale Abkürzung ist. Ja? Da können wir dann auch gern drüber streiten. Aber in dem Lernprozess für Anfänger habe ich inzwischen auch gelernt, ist es wichtig, dass sie sozusagen unter Anführungszeichen mal auf der ersten Stufe die richtigen Antworten bekommen. Wir wissen, dass es nicht nur die eine richtige Antwort gibt auf typografische Fragen. Aber sozusagen, ich habe hier mal unter das Wichtigste versucht zusammenzufassen, okay, was sind die gröbsten Fehler, was sollte man vermeiden? Ich möchte euch jetzt diese 8 Fragen vorstellen und ab jetzt gibt es auch nur mehr Arbeiten meiner Studierenden, links immer vorher, danach immer nachher, der Unterricht war so aufgebaut, bitte bringt etwas mit, das in eurer Welt eine Rolle spielt für euren Unterricht, beziehungsweise das ihr von euren Lehrpersonen bekommen habt und wir verbessern das dann in ganz kleinen Schritten. Okay. Wenig überraschend wurde eine gut lesbare Schrift verwendet. Für mich das Wichtigste, ich bin danach gerne bereit auch zu streiten, keine Experimente mit besonders auffälligen Schriften, sozusagen mal als Faustregel. Jetzt, es musste passieren, wir alle lieben Comic Sans, oder? Ich bringe das jetzt deshalb an, also ich dachte, das ist ein Icebreaker natürlich auch, weil mit dem Kontext von Kant ist es einfach wirklich super. Aber man muss sich schon auch die Frage stellen, warum tun die Leute das? Warum? Ich war Anfang November bei 2 Messen an einem Nachmittag. Rechts Eingang Interpädagogik, links Eingang Buch Wien. Das sind 2 Welten.
Und bei der Interpädagogika ist die Comic Science wirklich nicht die Ausnahme. Wir belächeln es, aber wir haben es ja da mit dem Gegenüber, nochmal das Bild mit den Elfenbeintürmen, wir haben es ja da mit dem Gegenüber zu tun, das durchaus sehr seriös sich mit dieser ganzen Fragestellung auseinandersetzt. Also warum tun die das? Die Antwort ist, die ich bekommen habe, erstens, ich will eine lockere Atmosphäre schaffen. Und zweitens, und das ist auch wieder vielleicht ein Stück weit bedenklich, naja, sieh dir doch mal die Publikationen an, die Jugendliche lesen. Die sehen so aus, die sind kunterbunt, so wie es vorher gezeigt wurde, oder? Wie so eine Werbeanzeige. Okay. Ich zeige hier nicht die Verbesserung, aber hier im Bild, wie man, also ich habe das aus England mitgebracht, vielleicht kennt jemand den Text The Crystal Goblet von Beatrice Watt. Genau, ich glaube, so kann man jetzt Laien auch relativ leicht erklären, worum es uns in der Typografie eigentlich geht. Ja, sozusagen, es geht nicht so sehr ums Weinglas, sondern es geht um den Inhalt. Und damit lässt sich vielleicht auch erklären, ich will auch kein Comic Sans Weinglas, oder? Hingegen, hier haben wir oben vorher, unten nachher und rechts dann Detail dazu. Ich finde durchaus, dass es möglich ist, aus der Perspektive des Informationsdesigns hier was Handschriftliches einzubringen, weil hier ja dieses Vorausfüllen des Formularfelds ja schon etwas für den Verständnisprozess beiträgt. Ja. Hier ist nicht die Comic Sans, aber plötzlich hat diese, wenn man will, diesen Wunsch der Atmosphäre, plötzlich auch einen Raum und einen Platz, ja. Von mir aus auch in der Comic Sans, keine Ahnung. Genau, also hier so ein Beispiel vorher, nachher. Was ich auch mache, wir alle lieben Schrift, oder? Jedenfalls alle aus unserem Fachbereich. Aber eine Realität, der man sich schon stellen muss, ist folgende. Eine Lehrperson, wenn die Dokumente selbst gestaltet, die haben nicht den Blick auf dieses Dokument, wie wir das haben. Das heißt, was die zu mir sagen ist, ich mache das im Word und ich mache es mit Schriften, für die ich nichts zu bezahlen habe. Dann sage ich, okay, es gibt Google Fonts, da gibt's inzwischen sehr interessante Schriften auch, aber dann sagen die, ich weiß nicht mal, wie ich die runterladen soll. Das heißt, der absolute Startpunkt ist, dass man denen mal wenigstens ein paar Schriften vorstellt, die im Computer vorinstalliert sind, lizenzfrei, und denen die Unterschiede erklärt. So totale Basics wie serifenlos, Serifenschrift. Warum hat die Gil Sans bei der 1 keinen Anstrich, während es die Helvetica hat und so weiter. Also solche Dinge. Und mit diesen Basics wirklich haben wir gestartet. Sehr viele meiner Studierenden haben dann auch in der Calibri zum Beispiel gearbeitet, wo ich überhaupt keinen Vorbehalt dagegen habe, auch wenn ich das sagen darf. Okay. Nächste Frage, erleichtern die Typo-Details das Lesen? Hier das Wichtigste, keine Ablenkungen durch besonders auffällige Formen, also ganz ein ähnliches Thema wie bei der Schriftwahl. Und was mir hier aufgefallen ist, wenn diese Leute Projekte selbst gestalten, wir sehen hier oben, also wir sehen jetzt beides mal ein Problemfeld und oben in der Zeile 3 klar für uns löchriger Blocksatz. Das hat aber, man muss sich wirklich die Frage stellen, warum passiert das eigentlich? Und es passiert aus zwei Gründen. Erstens, sie kennen den Zusammenhang zwischen Silbentrennung und sauberem Blocksatz nicht. Das heißt, die aktivieren aus Prinzip nicht die Silbentrennung, beziehungsweise finden sie gar nicht im Word. Und das andere ist, was mir immer wieder auffällt, auch hier besonders beim unteren Beispiel, ein absoluter Vorbehalt gegen Flattersatz. Ich weiß nicht, wo das herkommt, aber es ist so. Und hier gab es dann bei unserer Literatur der Aufklärung, das war dann schon ein nächster Entwicklungsschritt mit dem Vorschlag, hey, probier doch mal einen Flattersatz. Jetzt klar, die Flatterkante ist noch nicht okay und so weiter. Aber man sieht hier schon, dass gerade bei Aufzählung, brauche ich euch nicht sagen, oder? Aber das muss man erst mal rüberkriegen, dass sich ein Blocksatz für Aufzählungen nicht eignet. Das sind solche Basics, die uns selbstverständlich sind, die dort aber, glaube ich, so in ganz kleinen Schritten schon etwas zur Qualität beitragen konnten. Bitte Thema Farbkodierung, wie gesagt, die Leute, die haben sehr viel Freiheit auch, ich möchte es mal so benennen.
Auch hier links klassische Bleiwüste. Was man hier den Leuten durchaus beibringen kann, auch ist dieser Zusammenhang, der ja messbar ist zwischen Zeilenlänge und ein Stück weit Zeilenabstand auch, und versucht irgendwie die Basics rüberzubringen, dass jetzt nicht jede Schrift, die 12 Punkt groß ist, gleich groß wirkt und das damit für den Zeilenabstand auch eine Bedeutung hat. Genau, es ist, ihr seht schon, es ist so ein Potpourri an Eindrücken und kleinen Verbesserungsschritten. Ich habe dann mal nach dem ersten Semester die Leute gefragt, hat das alles was gebracht für euch? Und wenn ja, was hat euch am meisten gebracht? Und interessanterweise hat am meisten dieses Kapitel gebracht. Also das war irgendwie unisono für die Leute die größte Bereicherung, nämlich diese Codierungsthematik. Und was ich da, oder mein Zugang mit den Studierenden war, dass man mal versucht, man muss das jetzt nicht ganz im Detail durchgehen, versucht, diese sprachliche Struktur hinter einem Dokument zu verstehen. Warum? Weil sobald man ein sprachliches Label auf zum Beispiel hier erste Zeile Überschrift gibt, hat man dann auch die Spielräume, hier etwas freier zu agieren. Was hier zum Beispiel, also wie gesagt, ich gehe das jetzt nicht alles durch, das ist das Vorherbeispiel. Und hier sehen wir das Nachher-Beispiel, rot in dem Fall hervorgehoben, wo überhaupt etwas geändert wurde. Und für mich am deutlichsten, jetzt auch wahrscheinlich auch als Lernhilfe, ist diese Hervorhebung des Arbeitsauftrags an die Schüler. Das heißt nochmal, sobald ich kapiert habe, dass diese Zeile hier eigentlich sprachlich benennbar ist als die typografische Stimme, die dem Schüler jetzt einen Auftrag zur Handlung gibt, sobald ich das kapiert habe, kapiere ich auch, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt, es zu kodieren. In dem Fall war es jetzt nur Fließtext. Hier war es unterstrichen oder hinterlegt und aber auch dann mit dem Piktogramm hervorgehoben. Und ich glaube, dass das bei dieser, wenn man da den Vorher-Nachher-Vergleich ansieht, ich glaube, dass das bei diesem Arbeitsblatt schon eine hilfreiche Intervention auch war, weil relativ schnell auf den Blick klar wird, was dieses Blatt vom Schüler eigentlich will, von der Schülerin. Detail am Rande, Sie werden das vielleicht jetzt schon beobachtet haben, was hier, und dem begegnen wir immer wieder, im Informationsdesign ist es immer wieder ein Thema, den Leuten klarzumachen, wo bin ich in dem Prozess? Also Navigationshilfen zu bieten. Und dabei sehe ich jetzt in Semester Nummer 3 immer noch auf Granit, ich bekomme das schwer rüber und ich bin aber überzeugt davon, dass eine Hilfe ist, dass solche Kopfzeilen, wo steht, wo im Gesamtkontext ist eigentlich dieses Arbeitsblatt zu verorten, beziehungsweise ist es denn überhaupt ein Arbeitsblatt oder sonst was? Ich glaube nach wie vor, dass das eine sehr hilfreiche Maßnahme in dem typografischen Gesamtgefüge ist. Gut. Nächster Punkt, hier, wenn ich sagte, Punkt 3 schien den Studierenden am wichtigsten, so ist hier dieser vierte Punkt, einer unserer Professoren in Reading, der Rob Waller, hat mal geschrieben, dass bis zur Erfindung der digitalen Welt eigentlich die Layout-Anordnungsthematik der wichtigste Beitrag der Typografie zu einem Lernprozess war. Und ich neige dazu, ihm da recht zu geben. Natürlich die Abkürzung hier für Anfänger ist, versucht's mal nicht so viele Elemente auf eine Seite zu geben. Das ist aber nur ein Startpunkt. Was ich mit diesem Beitrag zum Lernprozess meine, kommt denn noch? Auch euch brauche ich das nicht sagen, aber ob ich das Belvedere so ansehe, oder so, macht einen totalen Unterschied. Und das ist ein ähnliches Thema mit Überschriften oder Hervorhebungen oder sonst was. Das heißt, ich versuche so auch die Bedeutung des Weißraums zu erklären. Der Park ist nicht umsonst dort. Und springen wir mal zu einer anordnungsrelevanten Thematik hier wieder. Hier mal links vorher, rechts nachher. Die Studentin hier hatte, glaube ich,
das ganz gut verstanden, dass auf der linken Seite einfach total viele Elemente auftauchen, während auf der rechten Seite die in größere Gruppen zusammengefasst sind. Was ich hier ziemlich gern mag und was beim nächsten Beispiel noch deutlicher wird, ist, dass ich finde, dass diese Gegenüberstellung, worum es hier eigentlich geht inhaltlich, nämlich willst du eigentlich lieber am Land leben oder in der Stadt, hier unten deutlicher wird, weil die Bilder sich gegenüberstehen. Das heißt, hier eigentlich eine formale Gegenüberstellung suggeriert auch eine inhaltliche Gegenüberstellung. Und sehr deutlich ist es bei dem Beispiel meiner Meinung nach, hier links vorher, rechts nachher, die angehende Geschichtslehrerin hier zeigt ihren Schülern, wie die mittelalterliche Gesellschaft strukturiert war. Das macht sie links so und rechts so. Aber rechts sieht man, glaube ich, sofort, da gibt es zwei Hierarchien, nämlich die Obrigkeit und die Untertanen. Und die ist jeweils in zwei Segmente aufgeteilt. Das heißt, hier zeigt eigentlich das Layout den Inhalt. Während es rechts eben nicht der Fall ist, weil die Obrigkeit nicht wirklich drüber steht und links und rechts die Aufgaben der Mönche und die Aufgaben der Ritter irgendwie nicht so ganz zuordnenbar sind, hier, was hier Klerus und hier Adel ist. Also ich finde das ein sehr schönes Beispiel für diese Möglichkeiten, die man durch bewusstes Anordnen der Elemente gewinnt. Okay, hier fünfter Punkt, befasst sich in Wahrheit mit Informationsgrafiken. Ich habe das hier nur anders beschrieben, um deutlicher zu machen, was Informationsgrafiken eigentlich wollen und machen. Und ich werde mich da jetzt nicht zu lange aufhalten, aber das ist so eine Nachherarbeit, wo die Studentin die Erdzeitalter der Geschichte und im Kontext der Erdneuzeit anhand dieser Uhr visualisiert hat. Und ich finde, also mir hat das richtig gefreut, ich finde es ziemlich gut gemacht. Man darf hier nicht vergessen, dass das keine Personen sind, die irgendeine Grafikausbildung haben. Genau. Auch hier ein schönes Beispiel. Hier wurde auch ein Nachher-Beispiel auf verschiedenste Art und Weise kodiert und womit hier gespielt wurde, daher gehört es für mich zur Infografik irgendwie mit rein, ist dieser Einsatz von Piktogrammen. Die Idee war schon bei der Vorher-Version ziemlich cool, wie ich finde, weil da hat ihre Lehrerin so in so einem Altarfalz für jede Woche den Schülern eine Übersicht gegeben, was sie sich von ihnen erwartet. Das heißt, und sie an dem weitergearbeitet und man sieht hier eben, die grün eingerahmten Dinge sind freiwillig, die roten sind Pflicht, die stehen dann in der Mitte und da gibt es dann Dinge, die gehören in Gruppen gemacht, da gibt es dann zwei Smileys oder alleine und so weiter. Das wird dann ausgeschnitten, gefalzt und ins Hausübungsheft oder Schulübungsheft geklebt. Also ganz eine schöne Sache eigentlich. Okay, die ersten fünf Themen, die ich euch vorgestellt habe, würde ich mal zusammenfassen im Wesentlichen als Designgrundlagen. Das ist nicht wesentlich anders als das, was ich an der Uni in Bozen, an der Kunsthochschule unterrichte. Nur womöglich mehr in die Sprache und die Realität gefasst, die diese auszubildenden Lehrpersonen haben, während jetzt die Punkte 6 und 7 sozusagen eher ein Resultat dieser Grundlagen sind. Und dieser Punkt 6 ist so ein Versuch, Begriff aus dem Informationsdesign eigentlich aus dem Englischen zu übersetzen. Auf Englisch heißt es Affordance. Und bei uns, ich würde es am ehesten übersetzen mit Aufforderungsqualität. Und da darf ich nochmal zu diesem Bild vom Belvedere gehen, wo sucht man Eingang? Wenn ich da noch nie war, wo suche ich einen Eingang? Total klar, oder? Jeder sucht einen Eingang dort unten in der Mitte. Ich habe übrigens vor Jahren das Leitsystem für die Hofburg Innsbruck gemacht, die ist etwas kleiner, aber hat eine ähnlich prachtvolle Fassade und da ist genau umgekehrt, da ist der Eingang auf der Seite, in der Nebengasse keine Chance. Ich kann da beschildern, was ich will. Das ist die Aufforderungsqualität. Was vermittelt das Dokument, bevor ich überhaupt dieses Dokument gelesen habe? Und da jetzt, wenn ihr das jetzt schnell ansetzt, ich weiß nicht, wie es euch geht, bei diesem Dokument, ich dachte, da geht es irgendwie um Skandinavien.
oder ist euch total, ich weiß nicht, also ich habe da diese Huskies und Schnee und dann rechts wieder blau. Es geht um ganz was anderes. Es geht in diesem Test darum, dass man über ganz besondere Hotels nachlesen soll, ja, und Fragen ausfüllen soll. Nur ich finde, von der Aufforderungsqualität her leitet dieses Dokument, bevor ich es gelesen habe, wenig in die Irre. Und wenn wir uns da hier die Vorher-Nachher-Variante ansehen, jetzt nur auf dieser Bildwahlebene, glaube ich doch, dass es von diesem Standpunkt her gewonnen hat, weil einfach deutlicher wird auf den ersten Blick, hey, es geht da jetzt eigentlich um Hotels. Und was ich jetzt nicht dazu sagen brauche, was glaube ich jedem klar ist hier, es geht auch von der Aufforderungsperspektive her darum, dass du als Gegenüber hier etwas ausfüllen sollst, oder? Das wird durch diesen formularartigen Aufbau deutlich. Was wir auch immer wieder gemacht haben, ist, wenn hier diese erste Zeile beispielhaft vorausgefüllt wird, dann finde ich das durchaus hilfreich, wenn das wirklich in einer Handschrift irgendwie gemacht wird, oder? Also wie schon zuvor bei der Comic Sans-Thematik gesagt, hat es dort ja durchaus seinen Platz auch. Okay. Dieser vorletzte Punkt ist der Versuch, etwas zu vereinfachen, das mich immer schon sehr fasziniert hat, nämlich Wilbergs Lesetypografie. In Wilbergs Lesetypografie gibt es dieses eine Kapitel namens Lesearten. Und ich finde es deshalb so, ich habe das immer deshalb so spannend gefunden, weil hier nicht da ist die Typografie und hier sind die Regeln, sondern da wird plötzlich ein Perspektivwechsel vorgenommen und man sagt, okay, es gibt verschiedene Arten zu lesen und deshalb gibt es unterschiedliche typografische Ausprägungen. Und ich versuche das hier den Studierenden rüberzubringen, sich mal zu überlegen, wie wird denn so ein Dokument eigentlich gelesen? Wenn ihr hier etwas über die Gepflogenheiten im alten Athen rüberbringen wollt, welche Happen werden denn hier wann unter welchen Bedingungen gelesen? Und wenn man diese Fragen stellt, wird man erkennen, naja, hier gibt es eigentlich so einen Originaltext aus der Antike, hier gibt es einen Arbeitsauftrag, der hier unten nochmal unterteilt ist und hier gibt es eine Einleitung, ja, die irgendwie das Setting macht. Es gibt auch hier oben wieder ein Navigationselement, das in dem Fall sogar farbcodiert ist. Warum hat das was mit dem Wilberg zu tun? Nochmal, der Wilberg bringt ja diese didaktische Welt unter dem Titel selektierendes Lesen. Und was er damit meint ist, er sagt, naja, wenn ich so ein Dokument lese, dann ist es gar nicht unbedingt so, dass ich das von vorn nach hinten durchlese und dann weglege, sondern im Lernprozess ist es durchaus möglich, dass ich sage, okay, heute lerne ich nur die Originaltexte aus dem alten Griechenland. Und dann ist es wichtig, dass ich diese Originaltexte aus dem alten Griechenland entsprechend kodiert habe. Auch. Und ich glaube, dieser Perspektivwechsel bringt dann nochmal eine neue Dimension zu dieser ganzen Codierungsthematik, die ich eingangs besprochen habe. Okay, hier ein Spezialfall der Lesearten. Hier beziehe ich mich jetzt eher darauf, welche typografischen Bausteine, die Lesearten eigentlich bedingen. Hier mal links, rechts wieder eine Vorher-Nachher-Situation und ein typografischer Baustein, der uns allen geläufig ist, ist die Bildlegende. Und was uns auch allen geläufig ist, ist, dass eine Bildlegende, also so habe ich es halt gelernt, oder eine der wichtigsten Bausteine überhaupt ist auf der Doppelseite. Warum? Weil die Leute halt Bildeln schauen und dann dazu lesen wollen, was da steht. Aber eben nicht nur, das haben wir auch irgendwann gehört, ich will nicht das sehen, das eh offensichtlich ist, nämlich dass das der Mussolini ist, sondern ich will vielleicht eine Zusatzinformation, die nicht aus dem Bild hervorgeht. Und hier viel bedeutsamer noch als der Eingriff war der, dass dieses Statement Auszug aus Mussolinis erster Rede im Parlament hier eigentlich als Überschrift gesetzt wird, was inhaltlich einfach falsch ist. Es geht hier nicht primär um den Auszug aus dieser Rede. Das ist der Auszug aus der Rede. Das heißt, eigentlich muss dieses Statement hier als Bildlegende gesetzt werden. Und ich glaube, das kann man schon aus dieser Auseinandersetzung mit Lesearten lernen. Und ich finde hier, der bedeutsamste Schritt war eigentlich auch diese Klärung der Hierarchieverhältnisse. Sprich, es geht um den Faschismus in Südtirol. Der Kontext ist, dass das ein Arbeitsauftrag dieser Lehrerin ist. Und das ist eben der Auszug. Und hier mit dem Pfeil sehe ich jetzt auch nochmal hervorgehoben, was will ich eigentlich von dir als Schüler, als Schülerin.
mach dieses und jenes. Okay. Bevor ich dieses letzte Thema anspreche, ich glaube, ich liege eh ganz gut in der Zeit, hoffentlich, möchte ich euch jetzt noch eine Geschichte erzählen, die für mich eigentlich einen Paradigmenwechsel bewirkt hat in diesem ganzen Projekt. Ich habe meine Studierenden dann auch bewusst einmal im Semester in eine Kultureinrichtung geschleppt. In diesem Fall war es dieses Architekturzentrum in Innsbruck, vielleicht kennen Sie das, das Out Architektur und Tirol. Das ist ziemlich professionell und toll aufgestellt. Und der Arno Ritter, der das leitet, ist inzwischen auch ein Freund von mir und Auftraggeber. Und Arno Ritter hat sich bereit erklärt zu sagen, ja, er macht da eine Führung für die Studierenden und man erklärt ihnen, wie eine Ausstellung zustande kommt, weil das ja auch eine Form von Wissensvermittlung ist. Und da sagt er in einem Nebensatz, wir haben jetzt bei der Ausstellung erstmals diese Begleitunterlagen eher sorglos produziert. Die haben wir einfach kopiert und da auf den Tisch gelegt. Und er sagt, das erste Mal in meiner Karriere werden diese Begleitunterlagen geklaut. Bisher haben wir die immer sorgsam gestaltet und da war nie irgendwie Vandalismus oder sonst was, sprich, da kann ich was nachlesen oder so. Und dann habe ich mir gedacht, Moment mal, es geht eigentlich nicht so bei dem ganzen Projekt um die Performance, darum, dass man schnell irgendwas ausfüllen kann oder sonst was, dass man super schnell lernt. Das ist ja auch eine gesellschaftliche Frage, ob man das überhaupt wollen. Es geht eigentlich darum, dass man seiner Tätigkeit und seinem Fach Wert beimisst durch Gestaltung. Ich glaube, das ist die Chance von Gestaltung, dass man etwas, ja, genau so. Ich glaube, mehr muss ich nicht dazu sagen. Und eigentlich alle Überlegungen, die ich bisher angestellt habe, führen somit für mich zu dieser Quintessenz. Fühle ich mich emotional berührt? Fühle ich mich gesehen und wertgeschätzt, auch vom Gegenüber? Es ist ja auch so eine Erkenntnis aus dem Informationsdesign ist, dass man ja nicht nur zu Menschen Beziehung aufbaut, sondern auch zu Dokumenten. Und wie will ich als Lehrperson, dass meine Dokumente zu meinen Schülern sprechen? In welchem Ton? Wie will ich denen gegenübertreten? Und da fand ich jetzt abschließend noch ein paar schöne Beispiele, also wieder vorher, nachher. Jetzt rein emotional, ich mir da in der Vorbereitung für diesen Vortrag habe ich mir gedacht, Mensch, eigentlich, ich muss mir das jetzt nochmal nachlesen, worum es da eigentlich geht bei dem Puls- und Blutdruck-Ding. Und raten Sie, wo ich total intuitiv gelesen habe. Also selbstverständlich auf der rechten Seite. Obwohl inhaltlich ist es dasselbe. Ja. Hier unten gibt es noch etwas mehr, aber es ist einfach diese emotionale Ansprache hier wesentlich sympathischer als links. Und ich komme bald zum Ende, aber also vorletztes Bild hier. Ich habe auch mit den Studierenden dann, ich wollte besser verstehen, ich wusste eigentlich gar nicht genau, ich weiß bis heute nicht wirklich, wie viele Dokumente die überhaupt selbst gestalten und wie man die benennen könnte. Und da habe ich diesen alten Trick der Landkarte wieder ausgepackt und den Leuten gesagt, Mensch, zeichnet doch so eine Landkarte der Dokumente, die ihr gestaltet. Und dann kommt eine Russischlehrerin und bringt die Landkarte. Da sage ich, Mensch, das ist doch fantastisch, was du da machst. Das ist, ich finde das grafisch total ansprechend. Ich finde das wirklich gut. Und dann war sie total bauchgepinselt und hat sich echt gefreut. Dann sage ich, ja, na, sie macht das sogar und sie macht sogar in Handschriften. Dann sage ich zu ihr, na, warum verwendest du das nicht mal bei deinen Dokumenten? Darf ich das? Warum denn nicht? Das sind deine Dokumente. Und so sehen, also ist dann vorher, nachher von ihren Russisch-Dokumenten. Und da war ich schon ein wenig stolz auf sie, weil sie einerseits hier so ein Stück weit, sie gibt sich eigentlich als Person zu erkennen, oder? Durch ihre Handschrift. Aber auch idealerweise hat sie ja beherzigt so gewisse gestalterische Grundsätze, die jetzt für sie ausbaubar sind, oder? Das kann man sich hier eigentlich ganz gut vorstellen, dass ein nächstes Arbeitsblatt nach einem ähnlichen Schema aufgebaut ist. Und ich glaube schon, dass sich da irgendwie was getan hat, qualitativ. Gut, das heißt, das sind so meine Einsichten. Eigentlich letztlich für mich die Quintessenz aus alledem ist weniger nochmal eine Performance-Steigerung und auch gar nicht so sehr, dass wir in der gestalterischen Welt so sehr mit empirischen Ergebnissen argumentieren müssen, sondern ich glaube, man kann kulturelle Leistungen durchaus auch so stehen lassen, weil sie eben letztlich einen Wert produzieren. Und das ist sozusagen meine Quintessenz aus dem ganzen Vortrag.
Genau. Ganz was. Herzlichen Dank, Christian. Ich habe tatsächlich gleich eine Frage, die sich nochmal anschließt an diese hektografierten Zettel beim Out, wo du gesagt hast, da gab es zum ersten Mal die Situation, dass dir erzählt wurde, dass die geklaut wurden. Jetzt kann man das natürlich unter dem Aspekt sehen, okay, die waren es nicht wert, liegen gelassen zu werden. Nachdem es sich aber um Informationszettel handelt, könnte ich jetzt sozusagen auch genau den umgekehrten Schluss daraus ziehen. Wow, endlich sind die mal geklaut worden. Ja, also das finde ich, also ist. Ich muss erst auch dazu sagen, ich habe die im Detail dann auch nicht angesehen. Gell. Also für mich war jetzt mehr die Einsicht dann für mein eigenes Projekt wichtig. Aber natürlich, ich glaube, es hängt davon ab, will man es, dass geklaut wird oder mitgenommen wird oder nicht. Genau. Also in gewisser Weise wollte ich damit nochmal unterstützen, dass es darum geht, was ist das Ziel und wie sind die Informationszusammenhänge, in denen ich was wie erreichen möchte. Ja. Sehr schön finde ich diesen Punkt zu sagen, okay, es geht extrem darum, und ich würde es mit einem anderen Wort noch ergänzen, was ist neben dem Wert, was ist der Respekt, mit dem wir miteinander umgehen? Genau, das ist es. Gibt es an Christian noch Fragen? Ja, da ist eine. Naja, ich verliere schon meine Stimme. Ich versuche es hier. Die Geschichte ist etwas länger, weil es gibt dort einen sehr verdienstvollen Professor, ist inzwischen in Pension, Michael Schratz, der in der pädagogischen Welt einen sehr wesentlichen Beitrag international geleistet mit seiner Forschungstätigkeit. So, für den Michael Schratz, der hat irgendwie einen Geschmack für Informationsdesign, für den habe ich dann öfter typografisch gearbeitet. Und ich habe dann natürlich schon irgendwann mal in so einer Buchbesprechung gesagt, ihr wisst aber schon, dass unterschiedlich gestaltete Lerndokumente unterschiedliche Ergebnisse liefern können. Weil so, oh ja, magst du da mal einen kleinen Vortrag halten? Und eigentlich war es ein Mini-Vortrag, den ich in einem kleineren Kreis gehalten hatte, der dann zu dieser Lehrveranstaltung geführt hat. Und das sind. Bitte? Sehr schön. Es gab noch eine zweite Frage hier irgendwie. Da, Albert. Ich möchte nochmal zurück auf die Seite mit den Schachfiguren. Mit den Schachfiguren. Könnte man die rechte Seite noch verbessern? Natürlich. Eigentlich Nein, schon. natürlich, klar. Naja, wir als Grafiker wollen natürlich gerne das Bild als Schmuckelement da unten, ne? Damit es das nicht zerstört, die Das stimmt. schöne Seite, aber letzten Endes sind da unten nicht die Untertanen. Also wenn es um semantische Zusammenhänge geht, müssen der König und die Ach Königin so, und das ja, Pferd, klar. die müssen nach oben. Ja, natürlich, unbedingt. Ja. Ja, klar. Okay. Wie gesagt, es ist ein Projekt der kleinen Ja, Schritte. ja. Also. Ja, aber es ist so ein typisches Beispiel dafür, was man als Ja. Grafiker gerne macht. Ja. Also das Bild kommt dann nach unten, Ja. weil es eigentlich stört. Wobei, es war keine Grafikerin, Gut. Ganz herzlichen Dank, Christian. Ich glaube, Danke wir. euch. Ah, doch, halt noch eine. Entschuldigung. Da noch eine Frage. Entschuldigung. Nur kurz eine Frage, Bayer Jürgen, hallo. Sind Sie immer noch in Ravensbrück tätig? Ja, aber sehr komprimiert, ja. Duale Hochschule, Bayer. Roland Weber. Bitte? Roland Weber, der Chef von. Ja, genau. Da gab es noch eine. Es sind viele Didakten da, glaube ich. Nehme ich an. Wir haben es mit Motiven und Persönlichkeiten zu tun, sowohl auf der Schülerseite als auch auf der Lehrerseite.
Wir versuchen mit solchen Konzepten das möglichst einheitlich zu gestalten. Glaubst du, ist das möglich? Worauf diese Klasse rauslaufen soll, ist tatsächlich ein Baukasten, das sich die angehenden Lehrpersonen selbst zurechtlegen und mit denen sie ein Stück weit im Prinzip eine eigene Handschrift eben entwickeln können, um dann aber flexibel reagieren zu können. Und das wäre dann schon eine Einheitlichkeit. Aber ich glaube auch in anderer gestalterischer Tätigkeit ist es schon wichtig, okay, gewisse Fixposten zu haben, aber auch gewisse Spielräume. Zweite kurze Frage. Ist ein Didakt, ein Pädagoge, ein Lehrer auch ein bisschen Prophet, wenn es um Typografie geht? Prophet, Sie sprechen jetzt meine Rolle an, als Typografielehrer oder... Ich hoffe nicht, dass ein Prophet ist. Je nachdem, darf ich du sagen, was du hörst. Ja. Also ich glaube, es ist eher ein Mentor als ein Prophet. Schönes Wort, danke. Okay, das ist doch eigentlich ein schöner Schluss für diese Vortragssequenz. Lieber Christian, der Mentor, herzlichen Dank. Ich merke, dass sozusagen der Raum doch recht voll und warm ist und dass es bestimmt gut ist, wenn wir einen kleinen Moment frische Luft schnappen. Lasst uns einfach 10 Minuten Pause machen. Moment, noch nicht aufstehen. noch der Hinweis.